Und die Aufnahme läuft. Was egal ist, weil ich hier ganz alleine sitze. Ist so lange her, ich weiß gar nicht mehr, wie das mit dem Podcasten geht. Liebes Tagebuch. Bla bla bla. Das geht alles von unserer Zeit ab. Das Schlimme ist, ich muss das ja nachher alles schneiden. Naja, nachher nicht mehr. Morgen. Vielleicht. Ich habe ganz, ganz tolle Themen. Nur eben nicht für heute. Oder für morgen. Oder sonst. Seid ihr auch schon so gespannt wie ich, ob das heute noch was gibt? Ah, da hat jemand gelockt. Sogar eingeloggt. User joined your channel. Da ist er. Jetzt will ich nicht mehr. Wie ihr hört, ist der Podcast zu zweit auch nicht interessanter, als wenn ich es alleine versuche. Danke, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Das war sehr interessant. Bis zur nächsten Folge. Oh. Jetzt ist er wieder weg. Nee, nee. Der musste Schade. nur von Push-to-Talk auf Dauersenden umstellen. Das hat jetzt doch einige Minuten gedauert, bis ich gemerkt habe, dass mein Push-to-Talk an ist. Ah. Ich dachte, du bist heute besonders gesprächig. Ich habe unser Publikum gut unterhalten. Sehr gut. Das freut mich. Das heißt, du hast gar nicht mitbekommen, dass ich Käsepizza gegessen habe und Kaffee getrunken. Nein. Oder ich habe dich einfach so ignoriert. Das kann auch passieren. Ich habe das auch überlegt. Mach ich das nächste Mal. Verachtung strafst oder. Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht den Ton aus habe, aber. Mir ist egal, ich nehme heute vom Bett aus auf. Ich liege also schon gemütlich. Hast du es gut? Käsepizza klingt gut. Tja. Wieso bin ich eigentlich nicht drauf gekommen, eine Pizza zu holen? Sag mal. Ja, Pizza geholt habe ich auch nicht. Ich habe so ein Fladenbrot halb aufgeschnitten und mit Soße und Käse belegt. Wieso bin ich nicht drauf gekommen, mir eine Pizza zu holen? Weiß nicht. Ich habe heute irgendwie nicht wirklich viel gegessen und nicht wirklich viel Gesundes. So eine Pizza wäre da schon ein Highlight gewesen heute. Oh, sonst hast du nur Klebstoff gegessen? Unter anderem. Jetzt ist meine Nase zu. Ah, ja. Natürlich hört man, mein Bett knarzt, wenn ich hier drauf liege, aber was soll's. Ja, Bett. Wir haben uns schon lange nicht mehr gedingst. Ja, war schön, oder? Ja. Sollten wir öfter mal nicht tun. Huch, du hast mir geschrieben. Habe ich das? Ja. Dass du schon mal mit den Menschen redest da draußen. Ah. Vermutlich schneide ich das eh alles weg. Oder ich häng's hinten dran, mal gucken. Mhm.
Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Das war deine Idee, dass wir heute aufnehmen. Ich habe Käsepizza und Kaffee. Ich habe leider noch nicht die ersten 4 Episoden von Invader Sim gesehen, wie ich dir eigentlich versprochen hatte. Gut, dann mache ich den Reiter wieder zu und habe ein Thema weniger. Was einfach daran liegt, dass ich zwar jetzt einen DVD-Player habe, aber kein HDMI-Kabel, um ihn an den Fernseher anzuschütteln. Das ist natürlich unpraktisch. Ja. Ja, bei mir im Hintergrund läuft tonlos Mord ist ihr Hobby. Mhm. Ich habe mir, das gibt so die komplette Serie auf Blu-ray in SD-Auflösung. Mhm. Das heißt, du hast pro Disc eine komplette Staffel. Krass. Das habe ich also einfach so im Hintergrund laufen den ganzen Tag. Witzig. Es ist eine sehr langweilige Serie, aber es ist lustig. Naja, es ist ja quasi die Light-Version von Inspektor Barnaby, oder? Ja, und es gibt einen Crossover mit Magnum. Echt? Ja. Witzig. Was für eine Sorte? So richtig. Ein Teil Magnum, ein Teil hier. Und es fällt mir, gut, die Serie ist halt doch jetzt dann ein bisschen langweilig, aber es fällt mir trotzdem auf, was ich an modernen Serien nicht mag. Weil so Ende der 90er, Anfang der 2000er ging es ja los mit diesem goldenen Zeitalter der Fernsehserien. Sowas wie die Sopranos oder Six Feet Under. Ich bin gerade im Überlegen, was sich da so radikal geändert hat im Gegensatz zu alten Serien, außer die Farbgebung, die mich immer stört. Ich hab dass lange, alles viel bonboniger ist und so. Ich habe lange auch überlegt und ich kann es am besten mit Comics vergleichen. Mhm. Das war früher, wenn du die angeguckt hast, war in einem Heft war eine Geschichte erzählt. So ja. Grob. Dann ist das halt auch mal, die Geschichten sind dann so mehr ineinander übergegangen und so weiter. Ist ja kein Problem. Und heute hast du oft dieses Decompressed Storytelling. Das heißt, eine Geschichte, die wird dann über 6 oder 12 Ausgaben erzählt. Mhm. Ob sie genug bietet oder nicht. Und das Problem habe ich heute mit vielen Fernsehserien. Da wird eine Story erzählt über die ganze Staffel. Das ist, muss ja nicht schlimm sein, ja, wenn man ja genug Story hat. Aber ganz viele der Serien haben das halt nicht. Ja, das sehe ich ein. Ja. Und dann heißt es, ja, aber da hat man Zeit für die Charaktermomente. Ja, schön und gut. Aber ohne Story sind mir die Charaktere oft auch total scheißegal. Mhm. Und ich glaube, das ist momentan so der Niedergang des goldenen Zeitalters der Fernsehserien schon wieder. Vor allem, weil es auch der Markt halt wirklich überflutet wird. Das stimmt. Früher hatte man immer so 2, 3 Highlight-Serien, die liefen. Und heute ist ja jede Serie ein Event. Ja, aber es sind ja immer noch 2, 3 Highlight-Serien dabei. So ist es ja nicht. Ja, wobei ich die aber in den meisten halt Fällen auch überwertet finde. Aber auch viel Beifang. Ja. Naja, es gibt zum Glück, ich meine, die Alten bleiben ja immer noch da. Und es gibt auch genug, was man noch nicht geguckt hat. Ich hätte mal wieder Bock auf Quincy. Ach, den müsste ich mir eigentlich auch besorgen. Den gibt es auf Deutsch nicht so wirklich. Da gab es, glaube ich, mal die ersten beiden Staffeln auf DVD in einem Arztkoffer mit tatsächlich Verbandsmaterial. Witzig. Diesen Arztkoffer habe ich da noch stehen, da ist tatsächlich Verbandsmaterial drin. Aha. Es gibt eigentlich viele so alte Serien, die ich gern mal wieder richtig gucken würde. Selbst sowas wie die Waltons oder Unsere kleine Farm. Aber auch so Magnum oder ach, was weiß ich. Gut, MacGyver ohnehin, die ist nach wie vor geil. Die komplette Columbo-Serie? Ja. 35 Discs für 45 Euro. Ja. Wobei die, glaube ich, teilweise noch sich mehr zieht als und ja, Columbo ich habe sie hier. Ist super, finde ich, wenn man einschlafen muss. Das ist
Es ist wirklich gut. Ja, das Einschlafen müssen und können ist halt immer das Problem. Ja, eben, aber als Schlafbeschleuniger, finde ich, hat bei mir zumindest Columbo immer funktioniert. Dann schlag zu, du brauchst nur ein HDMI-Kabel. Siehst du. Ja. Nee, das ist mir dann doch zu teuer. Noch ein Kabel dazu. Ja, das Kabel, das ist natürlich. Aber es gab früher schon wirklich schöne Serien. Die kann man nicht so bingen wie heute, weil man dann durchdreht. Aber irgendwie doch, ja. Bei welcher Serie würdest du denn durchdrehen? Also ich weiß, wo man anfängt, irgendwann komisch zu denken, ist, wenn man Gilmore Girls probiert, durchzuschauen. Also durchgeht ja nicht, aber sehr viel davon am Stück zu schauen. Ach, das wollte ich eigentlich auch mal wieder probieren. Wollen wir uns treffen und das live machen? Gerne. Bringst du ein HDMI-Kabel mit? Okay. Ich weiß noch, als ich Queer as Folk geguckt habe, und wenn du da wirklich so ein, zwei Staffeln, ach, es reicht auch, wenn du 10 Folgen am Stück geguckt hast und siehst danach irgendwas anderes, wo Mann und Frau sich geschlechtlich annähern und du denkst, igitt, wie eklig Hetensex. Ja. Ich glaube aber, es ist schon so Columbo oder sowas, wenn man da zu viel am Stück versucht zu gucken, dreht man, glaube ich, durch. Oder man kann sich auch so kürzere 80er-Jahre-Serien, sowas wie Trio mit 4 Fäusten oder sowas. Oder Alf. Ach, Alf habe ich erst Ende letzten Jahres mal wieder komplett geguckt. Ja. Das funktioniert noch, also für mich zumindest. Ja, weil die Rezepte für Katzen nicht alt werden. Ich finde, Comedy-Serien laufen da auch immer noch mal anders als so Krimis oder so. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass halt das Format viel kürzer ist. Trio mit 4 Fäusten. Erinnerst du dich nicht? Ich glaube nicht, dass ich es gesehen habe. Um einfach nahtlos an die letzte Episode anzuknüpfen, ich schreibe es auf meine Liste. Also es sind zwei Privatdetektive und ein Nerd und ein Roboter, die auf einem Hausboot leben und einen Hubschrauber haben. Es ist klassisch 80er. Oder kennst du, warte, wie hieß das denn? Das muss ich selbst mal überlegen. Die Spezialisten unterwegs. Was? Nein. Wie hieß denn der im Englischen? Misfits of Science. Ist nur eine relativ kurzlebige Serie aus den 80ern. 16 Folgen gibt es nur. Darsteller, wo wir bei Alf waren. Wie heißt er? Der Vater. Aha. Also der spielt mit. Und Max Wright, ja, genau so heißt er. Und Courtney Cox, also noch lange bevor Friends. Da geht es um einen Wissenschaftler, die erforschen irgendwie Menschen mit ungewöhnlichen Fähigkeiten. Mhm. Und da finden sie halt eine Gruppe junger Leute, die halt alle besondere Fähigkeiten haben und die lösen dann halt Fälle. Es ist sehr bizarr. Natürlich nicht so bizarr wie Automan. Ist es das, für das ich es halte? Ja, da geht's um einen Typen, war das? Der sich in ein Auto verwandeln kann? Das klingt ein bisschen wie die männliche Variante von Christine. Nee, ist es sogar noch schlimmer. Also es ist irgendwie ein lebendes Auto-virtuelles Dingsbums, wie man sich das 1983 halt vorgestellt hat. Und diese Serie hat ein Crossover mit einer Serie namens Manimal, die auch nur so eine halbe Staffel lief. Aha. Die genauso
vollkommen bizarr ist. Da geht es um einen Typen, der sich in verschiedene Tiere verwandeln kann. Okay. Das Crossover besteht auch nur daraus, dass die beiden Serien parallel gedreht wurden und du siehst halt bei der einen Serie, wie die Typen da am Restaurant vorbeigehen außen und bei der anderen siehst du, ja, wie sie am Restaurant außen vorbeigehen und die anderen halt drin sitzen. Witzig. Die 80er waren cool. Vollkommen bescheuert, aber cool. Was ich gerne noch mal gucken würde, aber das gibt's auch nur teilweise erhältlich, ein Colt für alle Fälle. Das habe ich jetzt gerade natürlich gedanklich mit einem Trio mit vier Fäusten verwechselt. Ja. Colt für alle Fälle. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal diskutiert. Du kanntest nicht mal Lee Majors. Ja, das ist richtig. Den 6 Millionen Dollar Mann. Lee Majors. Ja, genau, genau. Als Gitarrist frage ich mich natürlich eher, ob es dann auch Lee Minors gibt. Aber das wird vielleicht der Was ein Krach Podcast. Sein Sohn heißt Lee Majors 2. Nein. Ja, ja. Ach, Fernsehserien. Ja, ne? Mehr hatte ja nichts. Ja, ich gucke momentan abends zum Einschlafen immer wieder Bob Ross. Ich lasse mir was vormalen. Das ist eine gute Wahl. Ich wollte eigentlich in unserer nächsten Episode erzählen, was ich so Anfang des Jahres geguckt habe. Das ist mittlerweile aber 2 Monate her. Ich weiß es nicht mehr. Dann die ersten 8 Filme, die ich in diesem Jahr geguckt habe, an den ersten 2 Tagen, waren, ja, das waren die Dracula-Filme aus den britischen Hammer Studios. Und da wollte ich eigentlich was drüber erzählen, aber mittlerweile kann ich sie nicht mehr auseinanderhalten. Das spricht jetzt nicht für die Ja, Filme, oder? Sie sind manchmal schon ganz lustig. Das sind die mit Christopher Lee als Dracula. Ist das der gleiche Lee wie bei Lee Majors? Ja, genau. Ich verstehe. Es ist immer der gleiche. Ah. Bruce Lee Majors Christopher. Ich verstehe. Also es gibt eigentlich 9 Dracula-Filme von Hammer Studios. 1958 der erste. Es gibt von 1960 einen Dracula und seine Bräute. Der wird aber nicht als offizieller Dracula-Film gezählt, weil da Dracula nicht mitspielt, trotz des deutschen Titels. Okay. Deswegen habe ich den ausgelassen. Und habe dann noch Blut für Dracula, Draculas Rückkehr, Wie schmeckt das Blut von Dracula? Dracula, Nächte des Entsetzens, und die verschwimmen halt alle komplett. Mhm. Bis sie dann 1972 irgendwie was versucht haben, das Ganze hipper zu machen, mit Dracula jagt Minimädchen. Da wird Dracula ins Jahr 1972 versetzt. Und beißt Hippies. Dann gab es noch Dracula braucht frisches Blut. Und der letzte der Filme ist die 7 goldenen Vampire. Da hat dann Christopher Lee schon das Drehbuch gelesen und gesagt, nee, das mache ich nicht mehr mit. Das ist eine Mischung aus Kung-Fu und Vampirfilm. Ich wusste. Ja, echt bizarr. Ja, ja. Aber in all den Filmen spielt Peter Cushing als Van Helsing mit. Okay, ja, kennt man zumindest vom Gesicht her. Natürlich, klar. Ja, das ist so einer der Briten.
Mein Lieblings-Dracula-Film ist Dracula tot, aber glücklich. Ich mag ja Mel Brooks, aber... Der Film ist doch großartig. Das weiß ich nicht so. Falls wir diesen Podcast tatsächlich noch länger machen, könnten wir mal eine Mel Brooks-Retrospektive ansteuern. Da wäre ich sofort dabei. Direkt nachdem wir unsere James Bond... Ja. Ja. Das wird super. Ach, ach, ach. Was hast du so eigentlich gemacht, so in den letzten Jahren, die wir uns nicht gesehen haben? Wann haben wir denn zum letzten Mal miteinander gesprochen? Das war irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich, als wir diese Gäste hatten. Wir hatten. Ach, die Gäste. Ja. Das muss im Mitte Januar gewesen sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Mitte, kann gut Ende sein. Januar rum. Ich glaube, mein Kalender hat mir da sowas gesagt. Ja, was habe ich seitdem? Das gleiche wie jeden Abend, denke ich. Du hast urinierte und bist weinend ins Bett gegangen. Genau. Toll, das habe ich auch gemacht. Uni, Lernen, Rechnen, Gedöns, Prüfungsvorbereitung, Klausuren geschrieben. Dinge mit Berufen gemacht. Immer noch keinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und ansonsten habe ich mich in meiner Freizeit wieder in Gitarrenkram verirrt. Und ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Also du hast dich wieder nur amüsiert. Genau. Völlig. Ja. Und du so? Oh. Ich habe viele Dinge gemacht. Ja. Über die ich noch nicht so reden kann. Ja, für einen Podcast ist halt schlecht. Ja. Nein, ich habe viel gearbeitet. Okay. Es steht noch so. So Sachen wie Jahresabschluss und so stehen noch an. Das ja, klingt das, gar nicht hübsch. Ach, da ist noch ein bisschen Arbeit drin. Aber ist halt so. Es geht, aber ich hab's unter Kontrolle. Gut. Ich lerne, dass man auch Sachen mal liegen lassen kann. Hab ich gehört. Okay. Ich bin froh, dass du dieses Experiment machst und nicht ich. Du wirst es auch noch erkennen, wenn du mal älter wirst. Wenn du mal in mein Alter kommst. Ich will noch gar nicht älter werden. Oh, ich habe heute den Weihnachtsbaum abgeschmückt. Ja, Ende Februar kann man das und mal machen. Und in den Hof geworfen. Ja, ich dachte mir, ist Karneval. Außerdem sieht der Tannenbaum nicht mehr grün, sondern braun aus. Und ja. Wenn ich mich so umgucke, sieht vieles eher braun aus. Ja, das stimmt. Ich meine, wir würden unsere Hörer ja nie dazu auffordern, Nazis zu töten.
Wir würden sie auch nicht davon abhalten, aber wir würden sie nicht dazu auffordern. Das ist schon richtig. Zumindest nicht on-air. Ach, ach, ach. Wusstest du, dass Christopher Lee, wenn wir den hatten wir und wir hatten eben James Bond, wusstest du, dass es da einen Zusammenhang gibt? Ja, wenn man sie nämlich kombiniert, bekommt man James Lee. Christopher Bond. Nein, Christopher Lee war im Zweiten Weltkrieg in einer geheimen britischen Einheit, die irgendwelche Spionagesachen gemacht haben, die auch heute noch unter Verschluss sind. Aha. Und zwar zusammen mit Ian Fleming, dem Autor von James Bond. Hübsch. Ach, ach. Ach ja. Ich hätte ja einen Artikel über die Psychologie der Peanuts. Einen bestimmten oder einen unbestimmten Artikel? Ich hätte hier einen Artikel. Komm, ich mache einen Test mit dir, einen Online-Test. Oh ja. Welcher Peanut bist du oder? Nein, wie lange du die Apokalypse überleben würdest. Okay, gerne. Also, wie wird die Welt, wie wir sie kennen, untergehen? Musst du dich jetzt entscheiden. Moment, ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz diese Nase in einen Nasenlappen halten. Und da das laut werden wird, werde ich hier kurz mich stumm stellen. Ich will das aber hören. Benjamin, du lieber Elefant. So klinge ich auch, wenn ich Zwiebeln gegessen habe. Aber am anderen Ende wahrscheinlich. Ja, und dann ist es besser, wenn die Nase zu ist. Ja. Also, wie geht deine Welt unter? Durch eine vom Klimawandel verursachte Hungersnot? Durch einen Atomkrieg? Durch einen Supervulkan, der die Hälfte der Welt zerstört und den Rest in ewigen Winter taucht, oder durch eine Zombie-Apokalypse? Zombies schließe ich aus. Atomkrieg finde ich immer hübsch. Ich habe die Tage den Film The Day After geguckt. Über diesen Atomkrieg. Okay. Aus den 80ern auch. Ja, das sagt mir irgendwas. Mhm. Beginnt so wie eine Seifenoper und dann ist plötzlich alles vorbei. Lustig. Supervulkan wäre aber auch ganz schick eigentlich. Ach, weißt du was? Komm, ich nehme den Atomkrieg. Was soll's denn? Okay. Und wenn du hörst, dass es passiert ist, was ist das Erste, was du machen wirst? Die Stadt verlassen? Das ist bei Mainz immer eine gute Wahl. Nur an Karneval, glaub mir. Die Badewanne mit Wasser füllen, das ist grundsätzlich eine gute Wahl. Du plünderst die Läden oder du sicherst erstmal alle deine Fenster und Türen im Haus. Stadt verlassen. Gut. Dafür kannst du jetzt einen loyalen Begleiter aussuchen. Wen wählst du? Einen Roboter? Einen Husky? Einen Fremden, den du unterwegs triffst? Oder deine Frau? Wenn es einen Hund gibt, nehme ich einen Hund. Gut. Der Husky. So. Wähle ein Lebensmittel, das du mitnimmst. Ein Sack voll Reis. Den kannst du zum Beispiel umfallen lassen. Dosen mit eingemachten Pfirsichen, Brot oder eine Pizza.
Tja, Reis oder Dosenpfirsich, was nehme ich denn? Ich nehme den Dosenpfirsich. Den kriege ich nämlich immer gegessen. So, dann wähle eine Waffe. Eine Pistole mit 5 Kugeln. Messer, immer ein Messer. Eine einzelne Granate. Eine Axt. Oder nein, danke, keine Waffe. Ich nehme die Axt. Würde ich auch machen. So, dann brauchst du einen Ort, wo du dich verstecken kannst. Zur Auswahl stehen ein Penthouse-Apartment. Nein. Ein verlassenes Einkaufszentrum. Ein altes Kino. Oder eine abgelegene Hütte im Wald. Ich nehme die Hütte im Wald. Ich sehe, wir verstehen uns. Wahrscheinlich treffen wir uns da. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich will ich dich vorher töten. Und essen. Aber dafür habe ich doch den Hund dabei. Zum Essen, stimmt. Wir kommen jetzt zu so einer Situation, also wenigstens etwas Ähnliches. Du triffst andere Leute. Mhm. Unter anderem ist da eine schwangere Frau dabei. Die haben nichts zu essen, sind hungrig und fragen dich, ob du dein Essen mit ihnen teilen würdest. Was tust du? Du sagst ihnen, sie sollen sich ihr eigenes Essen suchen. Du gibst nur der schwangeren Frau was. Du gibst ihnen nichts, hilfst ihnen aber, sich was zu besorgen. Oder du gibst ihm die Hälfte deines Essens. Meine Antwortmöglichkeit ist leider nicht dabei. Dann helfe ich ihnen, was zu kriegen. Du bist ein besserer Mensch als ich. Also du gibst ihnen nichts, aber hilfst ihnen. Genau. Ja, gut. Ich hätte ihnen nichts gegeben. Vermutlich hätte ich sie getötet. Das war meine Antwortmöglichkeit, aber die gab's nicht. Ja. Ich locke sie in meine Falle. Du darfst jetzt eine spezielle Fähigkeit aussuchen, die du hast. Das Wissen über Heilkräuter. Programmierfähigkeiten. Ingenieursfähigkeiten. Oder große körperliche Stärke. Tja, Heilkräuter oder Engineering. Beides hat seine Vorteile. Ich nehme die Heilkräuter. So, was wäre das Wertvollste, das du mitbringst, wenn du dich einer Gruppe anschließen würdest? Messer. Deine körperliche Stärke? Heilkräuter. Deine Fähigkeit, das kann ich nicht mal vorlesen, ohne zu lachen, deine Fähigkeit, die Moral der Gruppe und die Laune zu heben. Deine Fähigkeit, Nahrung zu besorgen. Oder ich bin ein guter Anführer. Das mit der Moral natürlich. Ja, natürlich. Ich auch. Kurz bevor ich sie alle töte und esse. Wer mich kennt, der weiß das. Und in den einsamen, dunklen Nächten, welcher Gedanke bringt dich durch diese Zeit? Ist es die Möglichkeit eines neuen Starts und nicht die alten Fehler wiederholen zu müssen, so als Menschheit gesehen? Oder du musst für deine Familie sorgen, für deine Frau, die du daheim gelassen hast, und für deine Kinder, die du nicht hast, also für deinen Hund. Oder du hast keine Gedanken, du hast nur den animalischen Willen zu überleben. Oder du weißt nicht, ob überhaupt irgendwas dich dazu bringen könnte, weiterzumachen. Letzte Antwort schließe ich mal aus, weil ich dachte, dafür machen wir den ganzen Spaß mit der Apokalypse überhaupt. Dass es nicht so ist wie jetzt. Also das erste war Neustart. Neuanfang? Nee, auf keinen Fall.
Was war das zweite? War für die Familie sorgen? Ja. Ja. Das dritte? Einfach nur Überlebenswille. Ja. Hey, du hast dasselbe wie ich. Du wirst 40 Jahre überleben, weil du rücksichtslos bist. Du wirst einer der letzten Überlebenden der Helden. Cool. Ach. 40 Jahre. Scheiße. Wozu hatte ich denn mit 20 eine Midlife-Crisis, wenn ich überhaupt älter als 40 werde? Oh. So. Und jetzt? Ich weiß nicht genau. Ich habe dir noch einen Film und einen Comicstrip mitgebracht. Beides in einem. Also okay. Fast. Du kennst doch Flash Gordon, oder? Flash! Ah, von Queen, das Lied. Ja, ja, das Lied ja. Kenne ich. Ja. Das ist aus der Verfilmung des Comicstrips aus den 30er Jahren, der eigentlich bis vor kurzem noch tatsächlich lief. Aha. Der Film ist, glaube ich, von 1980. Es gab aber schon es gab andere Verfilmungen in den 30er Jahren, so als Kino-Serial. Ja. Es gab aber eine Verfilmung aus dem Jahr 1974, bei der Flash nicht mit A geschrieben wurde, sondern mit E. Ja. Warte ab. Okay. Denn die Erde wird durch 6 Strahlen aus dem All bedroht. Was denn auch sonst? Ja. Der Eishockeyspieler Flash Gordon ist gerade mit dem Flugzeug auf dem Heimweg, als die 6 Strahlen die Maschine treffen. Und, die Orgie führt zum Absturz. Und er und seine Freundin Dale Ardor können sich noch retten und stoßen auf Dr. Flexi Jerkoff. Stoßen. Der hat ein Raumschiff entworfen und mit dem wollen sie den Ursprung der Strahlung ausfindig machen. Mhm. Ich möchte jeden bitten, Flash Gordon Raumschiff mal zu googeln. Also Flash mit E, wie gesagt. Flash Golem? Nein. Man sieht natürlich öfter die Raumschiffe aus Flash Gordon mit A, aber in der Bildersuche von Google findet man auch einige des Raumschiffs, das ich meine. Und die Raumschiffe sind eh so ein bisschen phallusförmig. Ah, ja. Das hier ist ein bisschen mehr als nur phallusförmig. Es hat sogar die Peniskrümmung. Dings. Dings? Bums. Ja, die Helden landen nach einer turbulenten Reise so rum auf dem Planeten Porno, wo sie den Kaiser Wang treffen. Der versucht dann Dale zu heiraten, währenddessen wird Flash von der Königin Clitoria entführt. Oh, der Arme. Ja. Es kommen noch viele andere komische Figuren vor. Also Dale landet zum Beispiel bei einem lesbischen Amazonenstamm. Und Flash trifft auf den rechtmäßigen Prinzen von Porno. Und sie schaffen es dann irgendwann, den Sechsstrahler zu zerstören. Dazu brauchen sie Kraftwarzen. Aha. Es gibt einen Vergewaltigungsroboter. Okay. Ja. Das Ganze klingt etwas lustiger, als es tatsächlich ist, denn
der Film, also es ist einer dieser großen, diese Pornofilmwelle aus den frühen 70er Jahren, ja, die tatsächlich auch in den Kinos liefen, und hatte tatsächlich ein Budget von 500.000 US-Dollar, was für die damalige Zeit ja schon richtig Geld war. Scheinbar war eine der Darstellerinnen im Film aber minderjährig. Na. Deswegen wurden Teile des Films beschlagnahmt. Mhm. Und weil die Stimmung in der Politik auch immer mehr Anti-Porno wurde, wurde der ernsthafte Pornofilm halt zu einer Sexkomödie umgeschrieben. Mhm. Die meisten Hardcore-Szenen wurden entfernt. Zitat, wurden nie veröffentlicht, auch weil einige Spulen durch die Vorführung im Rahmen des Prozesses unbrauchbar geworden waren. Die werden sie wahrscheinlich 1000 Mal angeguckt haben. Aha. Es gibt also eigentlich nur eine Soft-Sex-Version dieses Films. Und teilweise ist sogar die noch geschnitten. Und es gibt eine Fortsetzung. 15 Jahre später hat nämlich dasselbe Team, derselbe Regisseur, derselbe Darsteller Flash Gordon Schande der Galaxis gedreht. Ja. Im Original heißt der übrigens Flash Gordon meets the Cosmic Cheerleaders. Kann man sich schon mehr denken. Mhm. Da wird Flash von, naja, kosmischen Cheerleadern entführt. Weil alle Männer auf ihrem Heimatplaneten impotent geworden sind. Ha. Ja. Da gibt es nämlich dann auch einen bösen König, der mit unglücklich mit Queen Frigid verheiratet ist. Und er will halt Flashs Penis haben. Ja. Es sind interessante Filme. Lass es mich einfach so sagen. Es sind interessant. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ja. Mehr habe ich, also ich hätte mehr, aber ich hab's nicht da. Glaube ich. Ja. Siehst du? Aber es gibt ein neues Lego-Set. Okay. Familie Feuerstein. Ja. Mit dem Haus und dem Auto. Und Fred und Wilma und Barney und Betty. Ich glaube, ich werde es mir kaufen. Erzähl mal was. Aber Flo. Okay. Was soll ich denn erzählen? Walisch? Ja. Ich habe übrigens letzte Woche oft im Büro gesessen und gedacht, so, und was mache ich jetzt? Hm? Ich habe keine Antwort drauf gefunden. Hm. Es gibt sogar Brontosaurier-Rippchen, die man ans Auto anbringen kann.
Brontosaurier-Hüppchen. Ich hätte eigentlich immer noch Hunger. Ich könnte Pizza empfehlen. Ach, dann müsste ich mir Hosen anziehen, um sie zu holen. Nein, nicht unbedingt. Mal sehen, was Dings. Ach ja, der Dings. Vielleicht auch gar nichts mehr. Ich habe eh zugenommen. Tonnen und Tonnen. Ach, ach, ach. Gut, dass jetzt Frühling wird. Man endlich wieder vor die Höhle kann. Ins Helle und Warme. Oh, es ist viel zu warm. Aber ich gehe eigentlich fast jeden Tag raus. Eichhörnchen jagen. Pizza machen. Immer noch nicht rausgefunden, was eigentlich ein Döner-Sandwich ist. Vielleicht ist es einfach mal, dann weißt du's. Ja. Ich habe ein bisschen Angst davor. Wahrscheinlich hat es mehr Angst vor dir als du vor ihm. Bleibt zu hoffen. Das hoffe ich bei allem, was ich esse. Ach. Ich bin hier überhaupt nicht müde. Halt doch. Müdigkeit kennt keine Grenzen. Ach, ach, ach. Müdigkeit kennt kein Pardon. Ach, ach, ach. Hä? Bitte? Ach, nix. Ach, ach, ach. Wer kam denn auf die Idee, T-Shirts einfach nicht in richtigen Größen herzustellen, sondern nur in so Kindergrößen? Ich glaube, die Alex. Oh, die schon wieder. Ja. Damit sie welche hat, die ihr passen. Sowas. Sowas. Das kommt nie wieder. Sowas. Sollte nie vergehen. Sowas. Zack, tritt, zack. Wasabi. Piep, piep. Wasabi. Sehe schon, die Motivation heute ist sehr motivationsdienstlich. Wasabi. You don't have to put on the Meerrettich. But I want to put on the Meerrettich. And I didn't kill the deputy. Wir haben immer noch keine Musical-Folge gemacht, fällt mir ein. Furchtbar. Vielleicht machen wir alles, was wir uns so vorgenommen haben, in einer gigantischen Potstock-Live-Folge und hören danach auf. Ja, Mann. Das wird es so.
Wir brauchen eimerweise Gleitmittel. Aber wir verraten nicht, wofür. Nein, wozu auch? Ich glaube, wir sollten unsere Podstock-Folge entweder ganz früh morgens oder ganz spät abends live auf der Bühne machen. Ganz früh morgens. Und uns dann einen antrinken. Ganz früh morgens. Während doch keiner da ist. Genau. Ja. Nicht mal der Ansgar in der Technik. Brauchen wir nicht. Sonst hört ja eh keiner zu. Jeder kriegt ein Megafon. Ja, da freuen sich die Leute. Ja. Samstag morgens, 5 Uhr. Steht auf, ihr jungen Leute. Genau. wenn wir sowas machen, brauchen wir aber Themen, oder? Nee. Naja, vielleicht schon, aber nö. Sonst sind wir, glaube ich, fast schon Kunst. Wir sind Kunst. Wir tanzen all die Puppen oder irgendwie sowas. Du machst lustige Geräusche. Ja, aber ich habe eine andere Maus dran, die ist nicht mehr so laut wie die alte. Ich habe gesehen, dass es gibt ja immer diese Lego-Minifiguren. Mhm. Diese Blind-Backed-Dinger, wo du nicht weißt, was du kriegst. Was ja bei dem aktuellen Preis eigentlich eine Frechheit ist. Die kosten mittlerweile 4 Euro. Mhm. Aber da gibt es Figuren aus der Zauberer von Oz drin. Dorothy, okay. Die Vogelscheuche, den Blechmann und den Löwen. Ich will die. Naja. Mal gucken, was Dings. Der Weihnachtsmann so bringt. Ja, der Osterhase. Der Faschings Kotzfleck. Faschingsfascho? Nein. Braunbunt. Genau. Kotzi, der Karnevalskotzfleck. Oh, ich bin so froh, dass ich Karnevalsdienstag nicht arbeiten muss. Und in Mainz mit dem Bus fahren musste. Mhm. Also hier im Nachbarort ist am Samstag schon Umzug. Okay. Was gut ist, weil am Samstag verlasse ich mein Bett nicht. Ja. Das heißt, ich gehe mal in den Wald, aber da ist auch kein Umzug. Was aber durchaus witzig wäre. Nicht für mich. Ich weiß nicht, es hätte durchaus so einen gewissen absurden Charme, wenn der Flo auf so einer Bank sitzt im Wald und auf einmal 5 Narren hintereinander gröhlend an ihm vorbeiziehen und danach ist wieder absolute Stille. Ich habe immer einen Wanderstock dabei, so einen großen Holzknüppel. Sie würden vielleicht am Anfang grölen, dann würden sie schreien, aua, aua, nein, das. Nein, ich habe aber am Montag sowas ähnliches wie frei. Einfach aus dem Grund, weil ich den Paketdienst immer dann abbestelle. Die müssen nicht unbedingt, wenn überall die scheiß Umzüge sind, Ja. Dass ich auch noch durchquetschen müssen. Also... Ja. Außerdem nutze ich jede Chance frei zu machen. Ich glaube, im Fernsehen ist schon wieder jemand ermordet worden. Das passiert häufiger, als man sich das wünscht.
Oh, und Angela Lansbury starrt der einen Tussi aufs Dekolleté. Das passiert häufiger, als man sich das wünscht. Ich habe mir das nicht gewünscht.